An einem schönen Sommertag spazierte ich am Strand, als plötzlich ich im Dünensand ne olle Kiste fand. Ich ging heran und öffnete sie und wisst ihr, was ich darin sah? Das längst Vergessene war plötzlich wieder da. Ja, das längst Vergessene war plötzlich wieder da. Entsetzlich war das, was soll ich jetzt mit diesem Dings machen? Na, ich nahm das Dings und fuhr damit direkt zur Polizei. Dort sah man es verwundert an und sprach, oh, oh, ei, ei. Der Chef, der schrie, verhaftet den Kerl, beschlagnahmt sein Gepäck. Da griff ich schnell nach dem und rammte wieder weg. Ja, da griff ich schnell nach dem und rammte wieder weg. Ich bin ganz außer Puste. Und die dritte Strafe, dritte Strophe. Am Abend, als es dunkel war, im schwachen Mondenschein, da traf ich endlich mit dem Dings bei mir zu Hause ein. Die Kinderchenschar, die rannte davon und meine Frau rief aus, was willst du denn bloß mit dem, das kommt mir nicht ins Haus. Ja, was willst du denn mit dem, das kommt mir nicht ins Haus. Pech, das ist unheimlich, ganz unheimlich. Dann nahm ich mir ein Herz und schlich in einen Wald hinein voller Bäume. Und dort an einem stillen Ort, da grub das Ding ich ein. Jetzt war mir endlich leichter ums Herz, doch kurz nur war mein Glück. Mein Hund, der brachte das am anderen Tag zurück. Ja, mein Hund, der brachte das am anderen Tag zurück. So ein blöder Hund. Da fiel mir eine Stelle ein, die alles brauchen kann. Drum meldete das Ding sich schnell bei meiner Steuer an. Der gute alte Herr Gerichtsvollzieher, der tat auch seine Pflicht. Er holte viel, doch das holt er leider nicht. Ja, er holte alles, doch das holt er leider nicht. Pumpen Sie mir bitte mal Ihr Ohr, ich muss jetzt singen, richtig singen, so mit Stimme aus der Brust. Jetzt geht's los. Das Ende der Geschichte ist, verehrtes Publikum, ich laufe nun ja ein Jahr aus mit diesem Dingsbums rum. Und komm ich einst zum Petrus rauf, dann wird's da ähnlich sein. Dann sagt er mir mit dem Tralala, kannst du hier nicht hinein? Ja, dann sagt er mir mit dem Tralala, kannst du hier nicht hinein?